Jeder kennt ja bekannte und beliebte Dividendenaristokraten wie Coca-Cola, Procter & Gamble, McDonald's oder Realty Income. Ich finde es auch mal ganz interessant, ein paar andere Kandidaten aus der Riegel kennenzulernen. Unternehmen, die bärenstark schon seit mindestens 25 Jahren die Dividende steigern. Deshalb habe ich heute 6 Dividendenaristokraten für dich, die keine Sau kennt. Wall Street, Wall Street, Bouncy, Bouncy, Wall Street, Bouncy, Wall Street, Bouncy, Wall Street, Bouncy. Bevor wir loslegen, will ich mich kurz bedanken, dass ihr alle so brav mein letztes Video geschaut habt über die Strategie, wie man in 2023 jede Woche Dividende kassieren kann. Die Unternehmen in dem Portfolio sind natürlich nur Beispiele und vielleicht willst du ja das ein oder andere mit einem Dividendenaristokraten austauschen. Deshalb dachte ich mir, lass uns doch heute mal ein paar Aristokraten anschauen, die wirklich unter dem Radar fliegen und das anscheinend schon länger, denn es sind auch Unternehmen dabei, die schon seit 46 oder 47 Jahren die Dividende steigern. Schadet ja nie, etwas Neues kennenzulernen. Falls du neu auf meinem Kanal bist und mich kennenlernen möchtest, dann sag ich herzlich willkommen. Mein Name ist Wauzi bzw. Wall Street Wauzi, aka The Wauz of Wall Street, dein kleiner sprechender Chihuahua, wenn es um die Themen Aktien und Finanzen geht. Und wenn du jetzt denkst, okay, das ist mir noch nicht abgedreht genug, dann chillax, denn dieser Chihuahua rappt auch gelegentlich über die Themen. Also ich denke, das könnte was für dich sein. Abonnier doch gleich mal den Kanal. Jetzt aber keine Zeit verlieren. Los geht's mit dem ersten Aristokraten. Erstens Universal Health Realty Income Trust. Hier haben wir ein REIT, ein Real Estate Investment Trust aus Pennsylvania, der sich, wie der Name vermuten lässt, auf Gebäude im Gesundheitswesen konzentriert. Rehabilitationseinrichtungen, Kliniken, medizinische Bürogebäude, Kinderpflegehäuser, insgesamt 71 Immobilien in 20 US-Staaten. Tendenziell also mit Mietern, die auch unabhängig von einer Rezession immer was zu tun haben. Im Moment gibt es 5,57% Dividende, die nun seit 36 Jahren gesteigert wird und aktuell ca. 80% der Funds from Operations beansprucht. Gesteigert wurde in den letzten 5 Jahren durchschnittlich um 1,49% pro Jahr und anscheinend ist noch ein bisschen Cash übrig, um ein paar eigene Aktien zurückzukaufen. Das alleine ist schon eher untypisch für einen REIT. Zudem hat Chairman Alan Miller auch kürzlich noch in die eigene Tasche gegriffen, um sich selber noch ein paar mehr Anteile an Universal Health zu sichern. Nun hält er alleine schon mal 1,4% am REIT. Weiter geht es auf einem anderen Gebiet. Oh, reimt sich sogar. Naja, egal. Zweitens, Telephone and Data Systems. Der Telekommunikationskonzern aus Chicago hat diverse Tochterfirmen wie US Cellular oder TDS Telecom, mit denen man in erster Linie Internet, Telefon und Fernsehverbindungen anbietet, Breitband, LTE, 4G, 5G, du kennst die ganzen Gs. Also, wie die großen Player, AT&T, Verizon oder Telekom. Und da muss man sagen, hat TDS schon eine heftige Konkurrenz, denn die drei genannten teilen sich 90% des Marktes. Trotzdem gibt es TDS schon seit 1969 und man steigert hier auch seit 47 Jahren die Dividende. Das können die Großen nicht unbedingt alle von sich behaupten. Die Dividendenrendite ist fett mit 7,19% und in den letzten 5 Jahren wurde im Schnitt um 3,41% pro Jahr angehoben. Fett ist leider auch die aktuelle Ausschüttungsquote von 174%. Aber auch hier muss man schauen, ob das vielleicht nicht schlimmer aussieht, als es ist. TDS hat kürzlich heftige Investitionen in neue Netze getätigt und auch im Laufe der letzten 47 Jahre gab es immer mal wieder Momentaufnahmen, in denen mehr Dividende ausgeschüttet wurde, als Gewinn da war. Allerdings hat man hier einen sehr planbaren Cashflow und mit den getätigten Investitionen sollte es langfristig wieder zur üblichen Ausschüttungsquote kommen. Wer im Moment auf jeden Fall heiß auf die Aktien ist, ist das Unternehmen selber. Denn man kauft hier ordentlich eigene Aktien zurück. Im letzten Quartal alleine für 5 Millionen Dollar. Oh, das nächste Unternehmen finde ich auch spannend, denn ich finde es immer wieder interessant, eine Bank zu entdecken, die locker easy durch die Banken- und Finanzkrise hindurch seine Dividenden weiter gesteigert hat. So geschehen bei drittens United Bank Shares. Hier haben wir eine Bank-Holding-Gesellschaft, die ihre Wurzeln im Jahr 1839 hat. Dort wurde damals noch die erste Filiale der Northwestern Bank of Virginia eröffnet, und zwar am St. Patrick's Day. Und in Gedenken an diesen Tag verteilt die Bank noch heute jedes Jahr Kleeblätter an ihre Kunden. Am St. Patrick's Day. Naja, gewachsen ist die United Bank, indem man seit 1990 praktisch mehr oder weniger im 1-2-Jahrestakt neue Regionalbanken aufgekauft hat.
Und da gibt es dann das übliche: Konten und Kredite für Privat- und Geschäftskunden, Baufinanzierung und so. Und für die Investoren natürlich Dividende, 3,51% aktuell. Und die wird nun seit verwauzten 46 Jahren gesteigert, und zwar in den letzten Jahren um 1,33%. Also wie gesagt, das gefällt mir. 46 Jahre Steigerung. Da kann man sagen, hier wurde schon die ein oder andere Krise und Rezession recht unaufgeregt überstanden. Und da ich letztens noch einen Bankanalysten auf CNBC oder so hab sagen hören, dass die aktuelle bzw. anstehende Rezession für die Banken die geilste Rezession des Jahrhunderts wird, bin ich hier mal gespannt. Die Ausschüttungsquote liegt mit 48% auf jeden Fall voll im Rahmen. Schönes Stichwort. Ich hoffe, du bist auch schon gespannt auf Weihnachten, denn da hat der Wauzi etwas Feines für dich. Am 25.12., also am ersten Weihnachtsfeiertag, gibt es morgens um 10 Uhr meinen Aktien-Weihnachtsgottesdienst. Ich hoffe, du bist dabei. Also trag dir das schon mal im Kalender ein. Es wird gierig. Hast dir hoffentlich schon den ersten Aktien-Gottesdienst der Church of Wauz gesehen, oder? Naja, wenn nicht, dann gleich mal Reinziehpflicht. Aber jetzt erstmal weiter mit den Dividendenaristokraten. Viertens, John Wiley & Sons. Hier haben wir einen US-amerikanischen Verlag für wissenschaftliche Literatur, der neben seinen Veröffentlichungen auch wissenschaftliche Weiterbildungen anbietet. Gegründet wurde das Unternehmen schon 1807 als Buchdruckerei in Manhattan, und zwar von Charles Wiley. 1934 wurde ein Ableger in London eröffnet und man veröffentlichte Werke von Edgar Allan Poe oder Charles Dickens. Absolut gierig. Mittlerweile geht da natürlich viel digital. Mitglieder können für die Wiley Online-Bibliothek mit über 4 Millionen wissenschaftlichen Artikeln, 1600 Journalen und 22.000 Büchern bezahlen. Und dann zahlt Wiley dir Dividende, im Moment 3,38%, und die wurde nun seit 28 Jahren gesteigert, und zwar um gut 2% pro Jahr. Aktuell liegt die Ausschüttungsquote bei 79%. So, den nächsten Aristokraten kennt vielleicht doch der ein oder andere aufmerksame Zuschauer, denn das Unternehmen ist schon in meinem Video über die Dividenden Überaristokraten aufgetaucht. Was einen Überaristokraten ausmacht, sag ich dir natürlich gleich. Fünftens, Atmos Energy. Die Atmos Energy Corporation mit Hauptsitz in Dallas, Texas, ist einer der größten reinen Erdgasverteiler der Vereinigten Staaten und versorgt in etwa 3 Millionen Kunden in über 1400 Gemeinden in 9 Bundesstaaten und ist wie gesagt ein echter Überaristokrat. Als Überaristokraten werden die Unternehmen bezeichnet, die im Laufe der Zeit die Dividende steigern und gleichzeitig die Ausschüttungsquote verringern. Schöne Sache. Im Moment gibt es hier 2,31% Dividende bei einer Ausschüttungsquote von 45%. Gesteigert wurde die Dividende nun seit 38 Jahren und in den letzten 5 Jahren im Schnitt um amtliche 8,49% pro Jahr. Atmos will übrigens nicht nur der größte Erdgasverteiler der USA sein, sondern auch der sicherste. Deshalb hat man sich mal eben eine kleine Gas City gebaut, mit Häusern, Pipelines und allem drum und dran, in denen die Mitarbeiter dann ausgebildet werden. Dann können die lieber dort lernen, fuschen und vertuschen, bevor sie es draußen bei den Kunden machen. So, und jetzt haben wir nochmal ein bisschen saftigere Dividende mit dem letzten Unternehmen für heute. Sechstens, National Retail Properties. Ein weiterer REIT, der sich in diesem Fall auf gewerbliche Immobilien für Einzelhandel oder Gastronomie spezialisiert. Aber auch Fitnessstudios, Autowaschanlagen oder Kinos sind dabei. Der Trick ist es hier, Bestandsimmobilien gleich mit langfristigen Mietverträgen zu kaufen. Daher National Retail hier eine schöne Auslastung der Immobilien von 99,4%. Das bei 3.349 Immobilien in 48 Bundesstaaten und mit über 380 verschiedenen Mietern. Das ist schön diversifiziert. Kein Mieter macht mehr als 5% des Umsatzes aus. Prominente Mieter sind hier zum Beispiel 7-Eleven, LA Fitness, Best Buy, Taco Bell oder Arby's oder natürlich auch die Meme-Stock AMC Kinos. Insgesamt bringt dir das zurzeit eine Dividendenrendite von 4,72% und hier wird nun auch schon seit 33 Jahren gesteigert. In den letzten 5 Jahren im Schnitt um 2,52%. Und von den Funds from Operations benötigt man zurzeit überschaubare 67%. So, hoffe, du konntest heute mal ein paar neue Dividendenaristokraten kennenlernen. Oder kanntest du eventuell schon den einen oder anderen? Oder noch wilder, hast du davon vielleicht sogar was im Depot? Schreib mir das doch mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. So, und jetzt zieh dir doch noch mein jede Woche Dividende-Video rein, falls du es noch nicht kennst.
Oder vielleicht, ach nee, ich habe ja gesagt Reinziehpflicht für meinen Aktiengottesdienst. Hier, such dir doch was Schönes aus. Und ich will dich ja nicht überfordern, aber denk an den Aktienweihnachtsgottesdienst. 25.12. 10 Uhr, Kalender eintragen und so. Das war's von mir, deinem Wall Street Wautzi, aka The Vauts of Wall Street, aka Reverend Vauts Joy. Peace out!